Zurück bei Eindruck, dem Pressetalk heute mit nur einem Gast, nämlich Tom Strohschneider. Er schreibt gerade ein Buch über Bernstein und wir reden über den Zustand der Linken, einschließlich der SPD. Ja, wir waren bei Kevin Kühnert, der Mann, der eigentlich sich hätte hinsetzen müssen nach dem Frühjahr und hätte anfangen müssen zu schreiben, die SPD der Zukunft, 5.0 oder 4.0. Hat er aber nicht. Hat er nicht, vielleicht sitzt er ja noch dran und wir werden dann doch überrascht im Herbst. Ja, als Diskussionspartner ja durchaus ein sehr, sehr kluger und angenehmer Kopf. Der Punkt ist ja, es gibt ja auch in der SPD immer mal wieder Papiere. Es gab vor der Sommerpause von jüngeren Abgeordneten, die sich zu einer anderen Steuer- und Umverteilungspolitik geäußert haben, starke Kritik an der Schuldenbremse. Die steht nun mal in der Verfassung, ist damit auch also eine reale Blockade, eine schwer zu überwundene Mauer, was öffentliche Investitionen angeht. Aber natürlich sind das Argumente, die insbesondere in einer Zeit, wo die staatlichen Einnahmen ganz gut sind, momentan passiert da einfach viel zu wenig. Ich darf nur daran erinnern, also bin zwar auch weit weg von ökonomistischen, mechanischen Theorien, aber der Kapitalismus ist unter anderem dadurch ausgezeichnet, dass ihm eine gewisse konjunkturelle Krisenhaftigkeit anwohnt. Und wir müssen uns mal vorstellen, dass all diese Diskussionen, die wir gerade führen, über Neuzusammensetzung des Parteiensystems, über Wut und Frust in der Gesellschaft unter Bedingungen möglicherweise ablaufen, in denen es ökonomisch eine Krise gibt, wo dann die EU, die EZB kann dann jetzt nicht mehr die Feuerwehr spielen, da ist sozusagen viel, also da haben wir sozusagen auch mit Blick voraus eigentlich Grund, uns auch ein bisschen zu beeilen bei dem Versuch, diese Fragen zu beantworten. Man wird die Frage, wie linke Politik auf nationalstaatlicher oder auf europäischer Ebene in Zeiten globaler kapitalistischer Dynamik zu machen ist, ohnehin nicht in Papieren oder in Büchern beantworten können, die muss man in der Praxis beantworten. Da kann man ruhig das alte Lenin-Wort vom Kriterium der Wahrheit ist die Praxis durchaus mal sagen. Naja, ansonsten, aber man muss ja schon wissen, was man tun will. Genau. Man braucht erstmal einen Grundgedanken. Was ja gut wäre für die Linken, im weitesten Sinne wäre, wenn sie sich die richtigen Fragen stellen würde. Und die richtige Frage ist meines Erachtens nicht, wie kriegt man AfD-Wähler zurück? Sondern die wichtige Frage ist, wie kann ich für eine auskömmliche öffentliche Daseinsfürsorge, für soziale Integration, für Aspekte von Freiheit und Kultur, nicht alles ist nur eine Frage des Geldbeutels, Bedingungen schaffen unter Verhältnissen, in denen wir möglicherweise darüber nachdenken müssen, wie Google, Amazon, andere zu besteuern sind, nur als ein Beispiel. Ich habe aber immer, wenn ich da mal eingrätschen darf, ich habe immer das Gefühl, und das höre ich jetzt bei Ihnen auch wieder, das sind alles die großen Themen. Aber muss sich die SPD nicht anhand der gesellschaftlichen Gegebenheiten, nämlich wie wohne ich, wie viel Rente kriege ich, wie ist mein Arbeitsplatz, Digitalisierung, plötzlich bin ich nicht mehr tarifgebunden, weil ich zu Hause bin, der Chef sagt, kannst du zu Hause machen, habe aber keinen Tarifvertrag mehr, kriege Mindestlohn, dass wir das alles unter das Dach der gesellschaftlichen Veränderungen stellen, aber darauf erstmal Lösungen finden. Für die Sätze, die kann ich ja ideologisch unterfüttern. Das tun wir aber nicht. Wir sagen, die Mieten sind zu hoch, machen ein Mietpreisbegrenzungsgesetz. Das nicht funktioniert. Das nicht funktioniert. Da verzweifeln die Leute doch daran. Genau. So, und ich glaube, dass diese Form der Unsicherheit, der Verunsicherung darüber, wie planbar ist mein Leben, gelten die Dinge, die ich gelernt habe, noch in 2 Jahren, ist meine Berufsausbildung zukunftsfest, sind die Verhältnisse in meinem Alltag, in meinem Ort, wohnen ja nicht alle in Großstädten, sondern es gibt ja auch viele Leute, die woanders wohnen. So, und dieses Gefühl einer relativ umfangreichen, eher diffusen Verunsicherung kannst du nur mit konkreter Politik angehen. Und da wäre meines Erachtens auch viel wichtiger, auch mal einen Bogen zu schlagen zwischen einer globalen Perspektive und einer lokalen Perspektive. Wir reden immer sozusagen, schnell sind wir bei ideologischen, programmatischen Debatten. Naja, das meinte ich ja mit meinem Einwurf. Ich sage, aber das verstehen die Leute ja nicht. Ja, genau. Aber was sie verstehen ist, dass ihr Schwimmbad zu ist, dass die Bushaltestelle nicht mehr angefahren wird und dass der Weg zur Schule für die Tochter oder für die Enkelin doppelt so weit ist, weil eine Schule geschlossen wurde. So, da muss man ja ran. So, jetzt ist aber die Frage, wie ist die Konstruktion, wer finanziert es, wie ist es in dem föderalen System, Kommune, Land, Bund, diese ganzen Fragen, die, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ein paar Journalistenkollegen, die da Spezialisten sind, wenn es um Bund-Länder-Finanzausgleich geht, verstehen. Ich will wissen, warum der Bus nicht fährt und nicht, warum das Land zuständig ist. Warum fährt der Bus nicht? Weil behauptet worden ist über lange Jahre, dass
zu viel Staat hier ist und der Markt es schon besser regelt. Und dann hat man es versucht, den Markt über Privatisierung regeln zu lassen. Dabei ist nicht viel rausgekommen, außer dass die öffentliche Daseinsvorsorge schlechter geworden ist, weshalb ja selbst bis weit in die CDU Leute heutzutage auf kommunaler oder auf Landesebene öffentliche, also ehemals privatisierte Betriebe wieder zurückkaufen. Aber dann brauchen wir ja eigentlich gar keine neue linke Sammlungsbewegung. Wir brauchen eine neue demokratische Bewegung, die alle umfasst, die, wo alle gemeinsam daran arbeiten, wie diese täglichen Dinge zu lösen sind. Dagegen ist gar nichts zu sagen. Wenn es eine linke Politik in diesem Land gäbe, und dabei ist mir relativ wurscht, wer die macht, die erstens berücksichtigt, dass der Reichtum, der hierzulande verteilt wird, auch global erwirtschaftet wird, also wir auch in einem solidarischen Verhältnis gegenüber dem Rest der Welt stehen, die gleichzeitig sagt, es gibt ein öffentliches Interesse, und dieses öffentliche Interesse muss durchgesetzt werden, weil sonst die Demokratie erodiert, dann ist nämlich diese linke Politik diese demokratische Sammlungs- oder diese demokratische Bewegung. Das ist das Problem. Die Leute fangen an, ganz grundsätzlich daran zu zweifeln, wie es in diesem Lande zugeht. So, und wir gucken durchaus zu Recht mit Erschrecken, wie ja nicht nur in Europa, sondern auch in anderen Ländern autoritäre Politiken immer stärker werden. So, die Lösung kann nicht sein, dem hinterherzulaufen, sondern die Lösung muss sein, dem etwas entgegenzusetzen. Da reichen aber Floskeln nicht, sondern muss durch eine Politik, die in die ökonomischen Verhältnisse eingreift, die die materiellen Verteilungsbedingungen verändert und die soziale, auch progressiv inhaltliche, kulturelle Fragen für die Leute erschwinglicher und dann eben auch bewahrenswerter macht. Denn was wir momentan für ein Problem haben, ist, dass wir den Leuten halt wegnehmen und sie nicht mal mehr auf die Straße gehen. Aber mich beängstigt dann so ein Mann wie Trump, aber nicht, weil er Trump ist, sondern das, was passiert ist. Zum Beispiel nehmen wir den Streit mit der EU vor ein paar Wochen, der noch nicht zu Ende ist. Das heißt, er droht mit Autozöllen 25% und auf einmal über Nacht löst sich das alles auf, weil sie ihm nachgeben, die Europäer, Herr Juncker. Das heißt, man einigt sich darauf, die Zölle zu senken. Das wollte man ja vorher auch schon. Ja, das ist. Aber das Bild, das entstanden ist, ist, da muss nur einer kommen und dir die Faust vors Gesicht halten und schon auf einmal geht das alles. Ja, ist doch ein Rückfall hinter einen erreichten Stand an globaler Zivilität, der immer unzureichend war, der von links immer kritisiert worden ist. Richtige Zustandsbeschreibung, aber die Antwort darauf haben wir zu suchen, auch als Journalisten. Ja, wir sind ja momentan an einer ganz interessanten Stelle. Also wenn man jetzt über diese Trump, Putin, Erdogan, die Liste wird ja von Tag zu Tag schlimmerweise länger. So, erstens ist es sozusagen eine ganz große linke Verpflichtung, demokratisch erkämpft. Wir haben 150 Jahre lang für eigentlich Selbstverständlichkeiten kämpfen müssen, dabei haben viele Leute ihr Leben gelassen. Also die demokratische, die freiheitliche Butter darf man sich nicht vom Brot nehmen lassen. Da würde ich mir manchmal auch ein bisschen mehr Unruhe wünschen oder, kann man ja auch sagen, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, nicht für die 20%, die ihrem Hass Luft machen, sondern da gibt es ja auch noch einen ganz, ganz großen Teil der Gesellschaft, die in die andere Richtung möchte. Das wäre das Erste. Aber das Zweite ist, wir haben, und das ist ja auch gerade in der Linken ein Thema, die Linke war immer von so einem Internationalismus beseelt. So, der war aber über lange Zeit oft nur eine Floskel. Also entweder, weil man die eigene Schwäche dadurch kompensierte, dass man die Hoffnung der Revolution in entfernte Weltgegenden projizierte, oder es ging um globale Machtpolitik. So, und jetzt steht ja sozusagen die internationalistische Frage vor ihrer größten Bewährungsprobe. Das Problem ist, dass bis in die Linke leider sich wie so ein Krebs hineinfrisst eine Behauptung, die den banalen Satz hinausläuft, man kann weltgesellschaftlich die Sachen ja nicht regeln, das ist viel zu groß. So interessant ist, dass das Aufkommen der Arbeiterbewegung, der linken Bewegung ja zu einer Zeit stattfindet, als der Nationalstaat gerade erst entsteht. Vielleicht sind wir einfach am Ende einer historischen Periode, nämlich die, wo soziale Politik nationalstaatlich organisiert wurde, und müssen uns jetzt verdammt noch mal mehr anstrengen, dass wir soziale Politik international, im internationalen Maßstab durchsetzen können. Dazu ist es kein Vorteil, wenn Institutionen wie die EU, Teile der UNO und so weiter und so fort von solchen Dealmakern, die also ja merkantilistisch auftreten, wie also Leute aus so einer inhabergeführten Eckkneipe, die jetzt hier Weltpolitik machen, sondern da muss man ja gewissermaßen an die kollektive Vernunft. Das erinnert mich so an die Karikaturen aus den 20er Jahren. Der dicke Kapitalist im Frack um eine Zigarre.
Und dem folgen wir jetzt nach. Und der heißt heute Donald Trump. Naja, also man muss ja mit historischen Vergleichen vorsichtig sein, aber sie sind ja nicht immer falsch. So, und was war in den 20er Jahren? In den 20er Jahren ist ja auch eine große gesellschaftliche Dynamik, das, was wir dann lange Zeit als Fordismus bezeichnet haben, also die Massenarbeit, Fließband, große Produktionszahlen, auch relativ starke Lohnentwicklung, die also zu einer Nachfrage, die also der einfache Arbeiter wurde plötzlich der Konsument und als Kunde König und so weiter. So, und bevor sich das Modell durchsetzte, waren die Leute stark verunsichert, in welche Richtung sich das durchsetzt und was das für ihr eigenes Leben bedeutet. Und das Schlimme, was passiert ist, ist, dass Hassprediger diese Leute in eine Richtung geführt haben, die also zu den größten Schrecken der Geschichte geführt haben. So, nun will ich das jetzt sozusagen nicht auf die heutige Zeit projizieren. Aber wenn es nicht geschafft wird durch eine demokratische, aus meiner Sicht weltgesellschaftlich vernünftigen Politik, die wird in kleinen Schritten stattfinden, man kann nicht aus der Geschichte herausspringen. Das müssen wir anpacken, weil sonst die Radikalisierung solcher Rechter, Prediger, muss ich sagen. Und daran sollten wir arbeiten, an der Demokratisierung im internationalen Maßstab, ob das nun links, rechts oder was auch immer ist, ist egal. Aber die Leute insgesamt müssen merken, dass wir wieder mehr Demokraten werden müssen. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Tom Strohschneier, ehemaliger Chefredakteur vom Neuen Deutschland, schreibt jetzt ein Buch über Bernstein, erscheint zur Buchmesse nächstes Jahr. Bin mal sehr gespannt darauf. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Ferien sind bald zu Ende, dann sind wir wieder hier in großer Runde. Aber heute haben wir mal über ein Thema diskutiert, was vielleicht für uns alle von größerer Bedeutung ist, als zum Beispiel die Diskussion über 5 Flüchtlinge am Tag. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder nächste Woche Sonntag, wie immer 12 Uhr. Bis dahin, danke und tschüss.